Und weiter geht es mit Spider-Man Miles Morales. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Auf jeden Fall, Leute, bevor das Video anfängt, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst meine Bewertung da und guckt unten in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt, wo mich gerade Dinger gestoppt habe beim Reden. Und zwar seht ihr den neuen Anzug. Seid ehrlich, der ist heftig, ey. Der ist brutal. Auf jeden Fall, ey, danke YouTube, dass du meinen Aufruf und meine Likes nicht weggemacht hast. Ich weiß nicht, was mit YouTube los ist. Einmal sind die weg, einmal sind die da. Ich habe keine Ahnung, aber egal, weiter Roxxon geht's. Forschungslabore. Hier nahm das gesamte Nuform-Projekt seinen Lauf. Finns Handy ist irgendwo da drin. Ich habe gerade einen Einstieg gefunden. Ist aber ein sehr kleiner Loch. Aber das schaffen wir, oder? Beziehungsweise ein ganz kleiner Durchgang. Der Schacht ist mit Hochspannung gesichert. Wo kommt die Energie her? Ich muss ihn deaktivieren. Ich. Hä? Dieser Kollege da nervt mich, ey. Den markieren wir, jawohl. Kein Ding, alle. Hier, zack, zack. Den schicken wir dorthin. Oha, beide. Du bist jetzt frei, so viel ich weiß, oder? Nein. Die schick mal. Du guckst dahin. Du guckst dorthin. So. Laber du nicht. Zack, hab dich. Oh shit. Shit. Boah, was sind das für Waffen? Ey, brutal, ey, mit deinem. Ey, du bist übel. Ey, du bist übel brutal, ey. So, guck mal jetzt hier weiter. Das ist hier drin, ey. Oh mein Gott! Okay. Wie komme ich da jetzt rein? Chill ganz kurz. Jawohl. Meine Bioelektrizität. Das Absorbieren der Energie hat den Generatoralarm gelegt. Es hat echt geklappt. Ich bin drin. Die sind immer so sauber hier drin, ey. Was ist das? Alter. Ja, okay, das bringt mir gar nichts. Aber das hier wird mir was bringen, oder? In ein schwer bewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders. Ich sollte zu Hause sein, schlafen, haufenweise Videospiele zocken. Und viele Weihnachtsplätzchen essen. Wo lang? Jetzt haben wir ein Problem. Oder? Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Um dich fallen zu lassen. Das versaut mir den Anzug. So, weiter geht's. Also laut krass. Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Hey, gehst du nicht runter jetzt? Finn ist einfach der Tinkerer. Krank. Oh oh. Jemand ist durch das äußere Lüftungssystem Komm. Eingedrungen. Wenn es der Underground ist, töten. Spider-Man oder Tinkerer, festnehmen. Perfekt. Hey, Kleiner. Hey. Wer ist das? Was ist so lustig? Verdammt, Miles. Für einen Handfling. Ganz schön, Onkel Aaron? Du bist der Prowler?
Dad hatte eine Akte über dich. Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Roxxon gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an, wenn wir geschnappt werden. Dann hilf mir. Ah, störrisch wie dein Vater. Okay, aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen, setz sie ein, wenn es eng wird. Nicht schnappen lassen. Prowler. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Wie hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentrier dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernzünderminen. Alter, was noch, ey? Was ist mit den Kameras los? Wieder Stromausfall? Nein, das war in Harlem. Rhino hat das ganze Kraftwerk platt gemacht. Vielleicht hat es mehr als ein Stadtviertel erwischt. Ein Geräusch. Also, wonach suchst du genau? Ein Handy. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Dann gehe ich da jetzt hin. Wobei, alle, die Mine ist krass. Sorry. In dem Raum müsste ein Schacht sein. Führt zu einem Labor, dann zum Reaktor. Einem Nuform-Reaktor? Laut diesen Bauplänen, ja. Hier ist was. Achso, ich hab Mine eingesetzt. Hey, wo ist das Nuform, das ich wollte? Oh, wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben? Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich Schnauze! Halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden. Aber jetzt würden Sie mir wirklich helfen, wenn Sie zurück ins Labor gehen und Ihren Job machen. Krieger hat Zeitdruck. Wirst du mir sagen, wessen Handy du eigentlich suchst? Tinkerers. Wirst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Um dich zu schützen. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. Du bist fast beim Reaktor-Prototyp. Du musst die Kerle ausschalten. Achtung, wir haben Gesellschaft! Moment, ich habe was gehört. Wir gehen hin. Gehen. Hier ist ein Eindringling. Greifen die ihn raus. Verstanden. Startet los. Hier ist niemand. Ich gehe. Verstärkung. Mal los. Herhören. Wir sind nicht allein. Wo kann ich noch eine Mine hinlegen? Wieso Gefahr ist hier mal? Ich wusste. Das war's. Sehr schön. Danke. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du es öffnen. Moment. Was mir gerade in meinen Kopf kommt? Wo ist Harry? Es gibt weitere Labore in der Stadt. Und in jedem ist ein Nuform-Reaktor. Nuform hat Rick krank gemacht. Ich muss sie abschalten. Konzentration. Hol das Handy und dann weg hier. Geh weiter. Der Reaktor ist unten.
Versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Dafür zahlen die zu wenig. Ja, dann hatte ich hier ein. Ich frag mich echt, was mit Harry ist. Was war's mit denen? Chillt doch, Jungs. Ist doch nicht mal was passiert. Bekomme ich dich? Du bist sogar safe. Gefahr sicher. Sicher. Zack. So, weg mit dir. Dann schlaf mal gut. Was ist mit dir? Bei dir steht Gefahr. Dann nehme ich. Was war das? Hey, Genki. Ich wollte nur hören, ob du verletzt bist oder. Naja, tot. Danke. Mein Onkel hilft mir gerade ein bisschen. Der Typ von der U-Bahn? Ja. Und er ist außerdem der Prowler. Lange Geschichte. Warte, der Brawler? Der Dieb in den lila Klamotten? Ex-Dieb. Wir sind keine Partner, das ist eine einmalige Sache. Dein Onkel ist der Brawler. Wahnsinn, Mann. Also, echt Wahnsinn. Ich weiß. Ich muss los, Genki. Ich erklär's dir später. Bei denen steht die ganze Zeit Gefahr. Da hinten ist jemand. Ich kann ich nicht Dinger werfen? Ach so, nein. Der ist auch sicher. Yes, komm her. Lautlose Takedowns, ganz easy. Der ist aber immer noch in Gefahr. Jetzt ist er sicher. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Du musst dich beeilen, Neffe. Ich versuche die Kameras und den Alarm abzuschalten, damit nicht noch mehr kommen. Zerstör ja, aber. Die Kabel über den Ventilator, dann stoppt er. Danke. Ich muss den Ventilator deaktivieren. Die Ventilatorsteuerung. Mist. Oha. Wir müssen an Ort und Stelle bleiben. Ja gut, dann machen wir so. Ja, weiter mit den Kabeln. Okay, es geht. Die Rotorblätter des Todes. Geschafft. Gut. Sandy ist wichtig, ey. Die Batterie ist fast leer. Bitte nicht explodieren. Super. Okay. Geil, Alter. Kamera, Video. Hier ist es. Okay. Das Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung, ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nu-Form-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3, 2. Für ihn. Das war ich nicht. Wirtschaftssabotage, Rick. Wirklich? Niemand interessiert sich für ein paar kranke Leute oder einen toten Ingenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! Nein, nein, nein! Ich kann stoppen! Ich kann stoppen! Nein! Rick! Rick, nein! Nein! Finn! Nicht hinsehen! Hier drin ist noch jemand. Finde ihn.
Rick wollte Menschen retten. Und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Roxanne, Eric, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum? Du hast das Handy. Verschwinden wir. Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Danke. Oh. Wow. Genau wie der Generator draußen. Nur... Alter. Was machst du da? Miles, bist du okay? Du musst sofort da raus, Mann. Kannst du laufen? Ja. Du musst den Flur runter. Los! Oha. Ich echt nichts gerade. Du hörst mich. Der Reifen. Ich sterbe, ey. Kann ich. Das Handy. Kann Energie nicht halten. Miles, melde dich, Kleiner. Bist du okay? Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon, ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Zurück! Wir nehmen dich in Gewahrsam! Mhm. Halt dich! Wir sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Ja, was wollen Gewahrsam. Die? Studieren, dich verhören. Keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Der Befehl lautet den Spann! Blockiert werden. Nimm das! Ist das Dojo? Hey, kannst du mal sein Schild jetzt nehmen? Es reicht! Endlich! Danke, dass du sein Schild genommen hast. Der hat wieder sein Schild. Verdammt! Was? Miles, das System hat mich rausgeworfen. Gib mir den. Boah, der hat mir einen Schlag gegeben. Ich muss meine Fertigkeiten mal machen, ey. Zurück! Wir nehmen dich in Gewahrsam! Okay. Jetzt komm, jetzt spielen wir ein bisschen. Wieso? Was wollen die? Studieren, verhören, keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Ja. Sie neutralisieren! Jawohl. Genau, Moro. Zack, ganz einfach. Regt mich nicht auf, Alter. Greife Feind an! Ja, dann greif an. Schieß auf deinen Kollegen aber besser. Der ist noch nicht gestorben. Eure Waffen sind ja richtig mies. Ich gehe erstmal zu denen. So. So leicht ist es halt nicht, mich runterzuholen. Weißt du? Zack. Und zack. Miles, das System hat mich rausgeworfen. Gib mir eine Minute. Ich hol dich da raus. Okay. Lass die Zeit. Ich mach dich fertig, Spider-Man. Da bist du ja. Weißt du, was ich Bock hab? Aha. Was ist los? Bist schon fertig? Bist schon Knockout? Jungs. Wir müssen schon ein bisschen mehr was drauf haben. Bevor noch mehr kommen. Wow. Das war super coole Tarntechnik. Wie geht's? Das. Du gehst nach links, ich geh nach rechts. Verstanden, Onkel. Alles klar. Oh shit. Ich
Wir erledigen die Kerle. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Eher darüber, was nach dem Ganzen hier passiert. Krieger, das sind uns weit her. Boah, Murok, Alter. Üble Waffen, muss ich echt zugeben. Oha, wie stark bist du? Jawohl. Oh mein Gott. Ihr habt euch gerade selbst genommen, weißt du das? Jungs, ich habe euch gecheckt. Ich habe euch gecheckt. Zack. Und jetzt ein bisschen Leben. Ich hab ihn. Und jetzt zack. Oh shit. Was mit dem, was mit meinem Onkel, ey, wo ist der? Ich hoffe, mit dem, oh mein Gott. Das bringt dir halt nichts. Es reicht, Alter, mit euren scheiß Waffen, Alter. Oh, oh mein Gott, diese Waffe ist so ekelhaft. Ja, genau. Was noch? Soll ich zu Simon Krieger gehen? Okay, und jetzt übertreibt die wieder, ey. Alter. Nimm das! Du musst untertauchen. Vertraue niemandem und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxanne sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich... New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Nein, das wird sie durchschauen. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte, er unterstützt mich. Als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Okay, ich sollte Finn anrufen? Nein, ich habe Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. Jemand will ein Foto mit mir? Cool. Ist dir nicht kalt, Spider-Man? Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt irre! Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollten wir... Nein. Gut. Nein, natürlich nicht. Ich meine ja nur... Und? Hast du Finns Handy gefunden? Ja, aber es ist geschmolzen, als ich Energie aus einem Nuform-Reaktor absorbiert habe.
Was? Und du bist nicht tot? Kurz dachte ich, ich wäre es. Aber dann entlud sich die Energie in einer Art Mini-Explosion. Das Labor ist glücklicherweise noch heil. Mann, ich muss mir mal Notizen zu deinen neuen Kräften machen. Und was machen wir jetzt? Onkel Aaron meinte, ich soll Finn sagen, dass ich in den Underground will. So komme ich ans Nuform ran und kann sie nicht mehr... was auch immer. Wow, du lügst dir ins Gesicht? Ja. Aber ich habe keine andere Spur. Weißt du, was wir brauchen? Sag nicht eine Pro-Kontra-Liste. Eine Pro- und Kontra-Liste, ganz genau. Ich muss jetzt los, Mann. Schon klar. Tja, viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst. Spider-Man, hi. Ich weiß, du hast zu tun, aber kriege ich ein Selfie mit dir? Ja, na klar. Oh, cool, danke. Stell dich dahin. Ich muss dann. Hoffe, es ist gut geworden. Es ist toll, vielen Dank. Hey, what the fuck? Was war gerade los? Ich habe nur ein Foto gemacht. Oh, eine Gasleitung. Nicht gut. Wenn ich das Leck einspinne, wird's nicht schlimmer. Ey, du bist schon übel, ey. Die geben mir eine Mission mit Dinger. Ja, ein Foto und dann kommt Dinger. Noch mehr Schäden. Ja, Mann. Das Rohr sieht nicht sehr gesund aus. Hat geklappt. Hey, Dad. Nein. Komm schon. Oh, was macht ihr, ey? Was kocht ihr da, ey? Perfekt. Ich mach dazu, es geht da auf. Seid ihr fertig? Nicht gut, gar nicht. Oha, das war gefährlich gerade. Feuer löschen. Ah ja, ich weiß nicht. Das klappt. Na bitte. Die Feuerwehr sollte auch gleich hier sein. Danke, Spider-Man. So eine Gasexplosion habe ich noch nie erlebt. Gut, dass du so schnell hier warst. Kein Problem. Ich war eh in der Gegend. Ich habe gehört, du hast eine App. Ich bin kein Technikfreak, aber für dich werde ich sie mir ansehen. So geil, okay. Ich muss das machen. Finn anrufen und mich in den Underground einschleichen. Hey, Miles. Bist du okay? Ja, warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Wir haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Okay. Ich werde mich bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool, cool. Und das als Spider-Man. Als Miles natürlich, aber... So können wir alles aufdecken. Aber ich frage mich wirklich, was mit Harry ist. Bei dem normalen Marvel Spider-Man haben die ja Harry gezeigt und Osborn und alles. Jetzt hat Osborn irgendwie mit gar nichts zu tun und keine Ahnung. Hey Freunde, offenbar hat Mr. Jameson gehört, dass ich, um seinen Produzenten zu zitieren, ein Spider-Man-Freak bin. Ich würde gerne dich weiterhören, und aber ich will nicht er weiter. Öffentlich mit mir diskutieren. Jameson hat als gelernter Journalist... Gut, dass du angerufen hast. Ich brauchte echt eine Pause. Wovon? Oh, nur... so. Also... ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden.
Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Tja, also, Schule. Ich helfe bei Feast. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund ist... Ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein Club, Bande, Team? Ich weiß nicht. Also Rick war... Er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht, keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Okay, gehen wir. Wohin? Jackpot. Du weißt, dass ich Höhen nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, also zogen wir ein. Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung, weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... Programmierbare Materie. Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen, wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxanne an. Komm schon. Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Na los, du schaffst das. Ich glaube, ich würde sogar weiterspringen, als du denkst. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Na los, Miles, gib dir Mühe. Chill doch, Miles, Alter, du bist Spider-Man, ey. Ich war schlau. Bin ich jetzt offiziell Clubmitglied? Klar. Aber pass auf. Die Leute hier mögen neue nicht besonders. Hier ist es, wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast eine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Ich mache ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Gewöhn dich erstmal ein. Gut. Gut, du bist wieder da. Geh zu Gavin. Nicht jetzt, wir haben einen neuen. Okay. Oh Mann. Hast du die gebaut? Ja. Solange sie neue Waffen bekommen, bleibt der Underground loyal. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Neue Feinde, neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Boah, brutal, Alter. Wie oft muss ich ihm das noch erklären? Miles, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das Nuform lagert.
Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Ich sehe gerade nichts. Die neuen Knarren gefallen mir. Da. Ist schon komisch. Ist das von Martin Liesleuten? Ja. Hä? Trophäen. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Die sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber wo trainieren sie? Jameson ist ein Stümper. Alter. Oh, das würde Fisk nicht gefallen. Er hatte hier überall Verstecke und Falltüren. Kein Problem für uns. Der Fisk Tower gehört jetzt uns. Geheimräume. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Diese neuen Waffen sind abgefahren. Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Ruf arbeiten und nicht diesen Nuform-Mist rumschleppen. Blöde Brücke. Rumschleppen? Vielleicht ist es jetzt hier. No. Ich hasse Spider-Man, seit er damals nichts gegen den Teufelsrat. Ganz schön viel Geld. Und der neue ist genauso blöd wie der alte. Der alte Knacker finanziert uns quasi. Aber er will oder nicht. Unten ist noch mehr. Hört sich gut an. Vielleicht nutzen sie Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Klingt, als sollte ich dahin. Weder die Mafia, noch Roxanne machen Angst. Chillt, wartet ab, ey. Ich muss Genki informieren. Zieh dich um. Wem schreibst du da? Meiner Mom. Ja, sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. In Hightech-Anzüge, Alter. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Ja, aber Leute, das sehen wir beim nächsten Mal. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst mir eine Bewertung da und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Hardet.